Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der erste Präsident des BND gehört zweifellos zu den umstrittensten Gestalten der deutschen Zeitgeschichte. Das Urteil über ihn ist heute fast ausnahmslos negativ, und zwar sowohl hinsichtlich seines Lebenswerkes als auch mit Blick auf seine Persönlichkeit. Ist dieses Urteil berechtigt und worauf stützt es sich? Gehlen habe einen heillosen Nepotismus gepflegt und ein undurchdringliches organisatorisches Chaos angerichtet, zahlreiche Nazis in seiner Organisation untergebracht und mit seinem aggressiven Antikommunismus den Kalten Krieg befeuert. Er sei ein übler Intrigant gewesen und williger Zuträger von Adenauer und Globke, einer, der einen Mythos um sich aufbaute und damit ein Übermaß an Pleiten, Pech und Pannen zu verdecken suchte. Der Mann im Dunkeln, wie die Spiegeljournalisten Zolling und Höhne in ihrem Standardwerk zur Geschichte des BND meinten. Wer war also Reinhard Gehlen? Was weiß man über seine historische Rolle und seine Persönlichkeit, seine entscheidende berufliche Prägung, seinen Charakter und seine Weltanschauung? War er der Spion des Jahrhunderts, wie Edward Sparrow meinte, ein ehemaliger britischer Geheimdienstoffizier, der 1971 eine erste kleine Biografie über Gehlen recherchierte und dazu Unterstützung aus dem BND erhielt? Oder der größte Versager auf dem Gebiet der Intelligence, wie der amerikanische Historiker Gerhard Weinberg meinte? Die UAK hat jetzt die Möglichkeit, die meist von außen und durch die Presse kolportierten Vorwürfe durch internes Material zu überprüfen. Im Rahmen dieses Projekts werden vor allem seine Weltanschauung und sein Führungsstil von Interesse sein. Das soll allerdings auf der Basis einer ersten umfassenden Biografie des Generals und Präsidenten geschehen. Das Ziel ist es, den Gehlen-Mythos zu entschleiern, die historische Bedeutung Gehlens auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen und ein faires Urteil über den Mann und sein Werk zu ermöglichen. Dazu wird es notwendig sein, neben Herkunft und Familie auch die erste Hälfte seines Berufslebens, die er als Offizier erlebte, erstmals umfassend zu erforschen. In seinen Memoiren hatte Gehlen diese für ihn prägende Zeit nur kurz angerissen, weil er meinte, dass sie dem Lebensweg jedes beliebigen Generalstabsoffiziers entsprach und daher kein allgemeines Interesse beanspruchen dürfe. Das mochte für 1970 gelten. Aber heute gibt es selbst unter Historikern kaum noch konkrete Vorstellungen von dieser Berufstätigkeit. Einschlägige Darstellungen zur Geschichte des BND beschränken sich bei der Vorstellung Gehlens oft auf das, was seiner Wehrmacht-Personalakte zu entnehmen ist. Damit folgen sie der von Gehlen in der Einleitung zu seinen Memoiren ausgegebenen Devise, dass er mit der Ernennung zum Chef der Abteilung Fremde Heere Ost im Generalstab des Heeres 1942 das Exemplarische, Vergleichbare eines Menschenlebens verlassen habe, um ihn zu zitieren, in das Einmalige und Unwiederholbare einzutauchen, das die zu beschreibende Persönlichkeit eigentlich erst zur Individualität erhebt, wie Gehlen schreibt. Einen kleinen Einblick in Kindheit und Jugend hat er anschließend dann doch der Öffentlichkeit gewährt, freilich im Rahmen einer Serie der Boulevardzeitschrift Quick. Gerhard Wessel, Pastorensohn und Nachfolger Gehlens als Präsident des BND, zeigte sich aufgebracht darüber, dass in dem Heft mit dem letzten Teil der Gehlen-Story das Interview mit dem Altpräsidenten in einem Umfeld von nicht weniger als 12 Paar nackten Brüsten und 8, die nur sparsam bedeckt seien, erschienen war. Doch es gibt natürlich immer noch viele Defizite in der meist kurzen Beschreibung seines Lebensweges bis 1945. So ist zum Beispiel Gehlens Rolle im Krieg gegen die Sowjetunion bislang weitgehend im Dunkeln geblieben. Die Arbeit von Magnus Pahl öffnet zwar zur Tätigkeit von Fremde Heere Ost neue Einblicke, jener Abteilung im OKH, die Gehlen 1942 übernahm und angeblich zu einem Meister in seinem Fach machte, wie der Historiker und ehemalige Führer des KTB-OKW Percy Enns Schramm behauptet hat. Doch Gehlens Rolle in der Zeit der Blitzkriege, der Konzeption eines Judenwalles und des Unternehmens Barbarossa ist weitgehend unterbelichtet. Jedenfalls können neue, bislang unbekannte Materialien und Aufzeichnungen Gehlens jetzt eine sehr viel eingehendere Beschreibung seiner militärischen Biografie ermöglichen.
Die Vorläuferorganisation des BND, die seinen Namen trägt, ist zweifellos sein Hauptwerk gewesen. Und Reinhard Gehlen hat als erster Präsident die Frühgeschichte des BND entscheidend geprägt. Hat er sich damit um die Bundesrepublik verdient gemacht, wie ihm bei seinem Ausscheiden aus dem Dienst 1968 bescheinigt wurde? Das Unternehmen der UHK wird mit einer Fülle von Einblicken in die Arbeit des BND, denke ich, eine bessere Grundlage für die Beantwortung dieser Frage liefern. Doch die Frage nach der Bedeutung des ersten Präsidenten verlangt auch eine Bewertung der Verantwortung seines jeweiligen Dienstherrn und der parlamentarischen Kontrolle sowie der Handlungsspielräume und Maßstäbe seiner Zeit. Nicht zuletzt rückt der Einfluss seiner engsten Mitarbeiter in den Fokus einer handverlesenen Gruppe, der Gehlen zeitweilig erstaunlich viele Freiräume ließ. Es heißt, er habe sich eigentlich von Anfang an auf die Lösung der politischen Probleme seiner Organisation konzentriert und die administrativen, personalpolitischen und konzeptionellen Aufgaben vernachlässigt und habe sich besonders nach der Etablierung des BND, habe er sein Amt schleifen lassen, bis sich mit dem Fall Felfe eine tiefgreifende Lähmung und Agonie im Dienst breitmachten. Hat sich also womöglich ein hochbegabter Berufsoffizier nach 1945 nicht nur äußerlich der Uniform entledigt, sondern sich als Dr. Schneider in das Dickicht der Politik begeben, in eine politische Konstellation hinein, die sich in der Aufbauphase der Bundesrepublik in einem komplizierten Gärungsprozess erst allmählich herausbildeten. Eberhard Blum, sein persönlicher Referent in diesen Jahren, 1953 bis 1961, dann von 1982 bis 1985 selbst Präsident des BND, beschrieb seinen ehemaligen Chef mit einem Zitat von Friedrich Wilhelm Heinz, der Anfang der 50er Jahre der stärkste Konkurrent gewesen war. Da heißt es, Gehlen sei das Produkt einer Schäferstunde zwischen Ludendorff und Matahari, schwer vorstellbar, aber gut, gemeint ist damit eben der Analytiker und Generalstäbler, der eine Welt der Konspiration und politischen Intrige für sich entdeckt. Und ist er dann in der neuen Rolle dilettierend, höheren dienend, erstaunlich weit vorangekommen, am Ende durch eigenes Unvermögen, falsche Berater und wachsende Borniertheit im politischen medialen Abseits gelandet? Reinhard Gehlen, Generalmajor der Wehrmacht, Generalleutnant der Reserve der Bundeswehr, der sich mit den Klängen von Preußens Gloria beerdigen ließ, er, der dem Typus des preußischen Offiziers auch äußerlich kaum entsprach und am liebsten wohl das stille Leben eines Mediziners geführt hätte, der das Einmalige, Unwiederholbare und Außergewöhnliche seines Lebens, so seine Selbsteinschätzung, in Aufbau und Führung des BND gefunden hat. Gehlen, der preußisch geprägte General und asketische Pflichtmensch, der nach dem alten Motto, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann, im Geschäft des Nachrichtendienstes reüssierte, oder ein fleißiger Stabsarbeiter und Überlebenskünstler, der umgeben von einer ausgewählten Schar ehemaliger Generalstabsoffiziere, die das Geschäft betrieben und ihn auch nach innen abschirmten, der sich hinter dem Decknamen Dr. Schneider verbarg und als Präsident über allem zu thronen versuchte, hauptsächlich mit persönlich geführten Sonderverbindungen beschäftigt und williger Helfer seines Kanzlers auch bei schmutzigen politischen Geschäften. Einer, der vom CIA mit dem bezeichnenden Decknamen Utility geführt wurde, also nützliches Werkzeug, will ich es mal schonend übersetzen, und nach seiner Zurruhesetzung offenbar glaubte, sein Amt mit Hilfe der Amerikaner zurückerobern zu können. Einer, der sich vielen gegenüber großzügig und nachsichtig erwies, weil er glaubte, ihnen vertrauen zu können und dann von vielen im Stich gelassen wurde. Ich möchte in meinem Referat auf Führungskrisen aufmerksam machen, die schon früh signalisierten, dass er in seiner Position keineswegs unumstritten gewesen ist und mehrmals in Gefahr stand, seinen Job zu verlieren. Es zeigt sich dabei auch, dass der BND in seiner Entwicklung und Führungskultur kein monolithischer Männerbund, kein auf seinen Leitwolf eingeschworener Haufen alter Kämpfer gewesen ist. Es ist erstaunlich, dass jetzt zugänglich gewordene Aufzeichnungen und Erinnerungen auch von mehr als einem Dutzend ehemaliger leitender Mitarbeiter, Männern der ersten Stunde,
manche ihren Chef durchaus kritisch sehen. Und das gilt nicht nur für die sogenannten Gehlen-Geschädigten, die schon in den 60er Jahren ihre Kritik nach außen dringen ließen. Die erste Bewährungsprobe für den inneren Zusammenhalt seiner bunt zusammengewürfelten Truppe fand 1947-48 statt. Es ging um die Integration der ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht Frontaufklärung, deren Chef Oberstleutnant Hermann Baun Gehlen den Rang streitig machte. Gehlen, der im Krieg lediglich für die Auswertung zuständig gewesen war, hatte 1945 gegenüber dem Militärgeheimdienst der US Army den Eindruck erweckt, er verfüge eine umfangreiche Spionageorganisation. Der charismatische Baun war bereit, mit Gehlen zusammenzuarbeiten, hatte aber andere Vorstellungen von einem deutschen Nachrichtendienst gegen den Osten. Gehlen lavierte nun in den ersten zwei Jahren als deutscher Chef der gemeinsamen Organisation, denn es zeigte sich, dass Baun mit seiner Beschaffung im Feindesland für die Amerikaner immer interessanter wurde als Gehlens Auswertung mit ihren Karteikisten. Dr. Schneider konnte freilich den eigenwilligen Konkurrenten nicht einfach vor die Tür setzen, denn er musste befürchten, dass dieser sich mit der Mehrzahl seiner Agenten einen anderen Auftraggeber suchen würde. Während Gehlen vordergründig Baun hofierte und ruhig zusah, wie dieser sich im Netz seiner Eitelkeiten und finanzieller Machenschaften verstrickte, kam es, wenn man so will, zu einer Meuterei der beiderseitigen Stellvertreter, die die Reibungen zwischen Beschaffung und Auswertung auszuhalten hatten. Oberstleutnant im Generalstab Gerhard Wessel, der als Gehlens engster Vertrauter und Stabschef auf eine Entscheidung zugunsten der militärischen Auswertung drängte, sah sich hingehalten und enttäuscht von seinem General. Erst recht, als ihm Gehlen überraschend Adolf Heusinger als Chef der Auswertung vor die Nase setzte, Gehlens ehemaligen Vorgesetzten in der Operationsabteilung des OKH. Wessel reagierte erbost, indem er seinem Tagebuch die Meinung anvertraute, dass der Kulminationspunkt der Fähigkeiten Gehlens offenbar überschritten sei. Er war schon länger darüber enttäuscht, dass Gehlen, der einzige Freund, der ihm aus der Kriegszeit geblieben sei, in ihm nicht mehr das häufig mahnende Gewissen akzeptierte. Der temperamentvolle Wessel konnte nicht verstehen, dass Gehlen nicht nur seinen langjährigen Stellvertreter ignorierte, der als sein Nachfolger die Abteilung Fremde Heere Ost im April 1945 übernommen und eine wichtige Rolle bei der Überleitung von FAO in die US-Dienste gespielt hatte, sondern auch die zunehmende innere, interne Kritik überhörte. Erst ein persönlicher Brief von Joachim von Seydlitz-Kurzbach an seinen Schwager Reinhold Gehlen brachte einiges ins Rollen. Seydlitz-Kurzbach war Anfang 1947 in die Org gekommen und konnte es sich leisten, offen Kritik am Führungsstil des Chefs zu äußern. Es werde zu unruhig geführt und zu schnell wieder geändert. Es fehle ein Organisationsbüro und eine Personalverwaltung. Zu vieles laufe auf der Basis von Vertrauen und Versprechungen, die dann oft nicht eingehalten werden. Darunter leide Gehlens Autorität. Seine Erwartung, man möge ihm Vertrauen entgegenbringen, sei nicht immer fruchtbar, weil der Eindruck bestehe, dass es ihm an Nähe zu seinen Untergebenen mangele. Die Einrichtung eines beratenden Führungsgremiums könnte einige Abhilfe schaffen. Hier zeigte sich, dass Gehlen mit den Methoden der Stabsarbeit in kleinen Zirkeln, wie er sie im OKH gelernt hatte, und wo ihm zuletzt rund 50 Offiziere unterstanden, eine zusammengewürfelte Großorganisation von 5.000 Mitarbeitern, davon rund 800 Mann Führungspersonal, mit einem kleinen Leitungsstab nicht ohne weiteres zu führen verstand, zumal die große Mehrzahl der Org-Angehörigen zur Beschaffung gehörte, von denen Gehlen noch sehr wenig verstand. Seinen persönlichen Mitarbeitern aus dem Kreis der früheren Generalstabsoffiziere, die er um sich geschart hatte und die ihn nach unten abschirmten, fehlte es an Fühlung mit dem Unterbau der Organisation, wie Seydlitz-Kurzbach beklagte. Weitere Maßnahmen von Gehlen zeigen, dass er die Defizite wohl anerkannte und um Abhilfe besorgt war. Nicht organisieren und vernünftig führen zu können, wäre für ihn als Generalstabsoffizier natürlich ein unerträglicher Vorwurf gewesen, zumal ihm die aufsichtsführenden US-Militärs gelegentlich selbst mangelnde Effizienz vorwarfen und in seine Organisation hineinzuregieren versuchten.
Deshalb ist er, ohne das offen zu zeigen und bei Kritik von Untergebenen äußerst empfindlich, wahrscheinlich auch dankbar für die Hinweise des Schwagers gewesen, den er 10 Jahre später zum Leiter der Personalabteilung des BND machte, was dessen kritische Sicht auf seinen Schwager nicht verbesserte. Siegfried Graber, einer der erfahrenen Nachrichtenbeschaffer aus dem Umfeld von Baun, erinnerte sich später, dass Gehlen zwar viele Vorschläge seines Schwagers umgesetzt hat, in späteren Zeiten aber alle unbequemen Männer aus seiner Umgebung verbannte bzw. sich von anderen bequeme Leute als direkte Untergebene aufschwatzen ließ. Dagegen sei der 10 Jahre jüngere Schwager von Gehlen für seine Aufrichtigkeit und seinen Männerstolz vor Königsthronen bekannt gewesen. Sein Spitzname später im Dienst: Winnetou. Seydlitz-Kurzbach hat die Missstimmung unter jüngeren Offizieren weitergegeben, die ungeduldig waren, weil der Aufbau der Organisation nicht schnell genug voranging. Später, so Seydlitz, habe er gemerkt, dass Gehlen die organisatorischen Mängel teilweise bewusst zugelassen hat, weil er glaubte, dass eine gewisse Undurchsichtigkeit seines Ladens nützlich sein würde, um unerwünschte Einblicke in den Betrieb zu verhindern. Ob es wirklich ein rationales Kalkül gewesen ist, die Effektivität gegenüber der Sicherheit zurückzustellen, oder das wohlfeile Argument eines schwachen Chefs, der sich damit gegen interne Kritik wappnet, sei dahingestellt. Denn auch daran erinnerte sich Seydlitz-Kurzbach später, wie schlimm Gehlens Politik der willkürlichen Vergütung und seine völlig unzureichende Personalführung gewesen seien. Es sei ganz eigenartig, meinte er, dass er oft zu Menschen eine enge Beziehung hatte, die wenig effektiv waren, die aber großes Vertrauen genossen. Zynisch ließe sich natürlich kommentieren, dass hier eben der Einäugige unter dem blinden König ist. Der Konflikt um die Beschaffung spitzte sich im März 1948 zu. 2 Monate zuvor war die Org in Pullach eingezogen. Hans-Jürgen Dingler, Berufsoffizier, zuletzt Oberst im Generalstab und entfernter Verwandter von Gehlen, der als erfahrener Mann der Frontaufklärung für Baun die Abteilung leitete, wehrte sich gegen neuerliche organisatorische Änderungen, worauf ihn Gehlen beurlauben lassen wollte. Doch er bekam es mit dem scharfen Widerspruch seines Stellvertreters Wessel zu tun, der mit seinem eigenen Rücktritt drohte, was Gehlen völlig ignorierte. Dingler schrieb einen persönlichen Brief an Gehlen. Lieber Reinhard, begann er und stellte dann fest, dass sein Vertrauen zu Gehlen und zu seinem Führungsstil starke Einbußen erlitten habe. Er vertrete nicht nur gegenüber den Amerikanern zu wenig den deutschen Standpunkt, sondern herrsche auch autoritär, lasse keine Kritik gelten und niemanden an sich herankommen. Er unterbinde die freie Meinungsäußerung und verstoße gegen alte Führungsgrundsätze, indem er unmittelbar Einfluss auf die Dingler unterstellte Organisation nehme. Er beschäftige sich aus Misstrauen gegen seinen nachgeordneten Mitarbeiter mit Kleinkram, sodass keine Zeit bestehe zur Besprechung grundlegender Fragen. Kurz, er würde nicht den für einen derartigen verantwortlichen Posten erforderlichen Persönlichkeitswert besitzen. Als Bedingung für seinen Verbleib forderte Dingler seinen Chef auf, eine über ihm stehende Persönlichkeit als obere Spitze der Gesamtorganisation zu finden und zum Beispiel Franz Halder einzusetzen. Der ehemalige Generalstabschef des Heeres und Förderer seines früheren Adjutanten Gehlen leitete zu dieser Zeit die Auswertungsarbeiten in der Historical Division der US Army. Dingler forderte außerdem, dass Gehlen die maßgeblichen Persönlichkeiten von Zeit zu gemeinsamer Aussprache über Ziele und Absichten zusammenruft und anhört, und dass er als Chef der Beschaffung weitgehend selbstständig und verantwortlich handeln dürfe. Derartig persönlich herausgefordert, regelte Gehlen entgegen seinen Versprechungen gegenüber Dingler die Angelegenheit direkt mit den Amerikanern und besorgte sich so eine ausreichende Rückendeckung dafür, den unbequemen Dingler elegant mit einem neuen Posten in der Schweiz zu entsorgen, ein Verfahren, das Gehlen in den nächsten 20 Jahren noch oft praktizieren sollte. Gleichwohl rumorte es unter den Außenstellenleitern, die forderten, dass bei einem Weggang Dinglers die Abteilung durch Baun geführt werden sollte, andernfalls würden sie ausscheiden. Gehlen traf sich dann am 23. März 1948 zu einer Runde mit Dingler, Wessel und Heinz Danko Herre, dem anderen engen Vertrauten aus Kriegszeiten und sein wichtigster Verbindungsmann zu den Amerikanern.
Gehlen akzeptierte einfach alle Vorschläge Dinglers für dessen Ausscheiden aus der Zentrale und umging so eine lästige Auseinandersetzung. Wichtig für ihn war offenbar, dass er den unbequemen Mann aus seinem Dunstkreis los wurde. Später würde man sehen. Anschließend nutzte Wessel seine Chance, unter vier Augen auf seinen Chef einzuwirken. Er warf ihm Wortbruch gegenüber Dingler vor und fragte nach der künftigen Verwendung von Baun, dem eigentlichen Gegenspieler. Gehlen erklärte, dass er Baun weiter verwenden müsse, weil er Angst habe, dass dieser anderenfalls zu den Briten oder Franzosen gehen würde, und wollte ihn zu seinem Abwehrberater ernennen. Wessel war entsetzt und meinte, damit würde er Baun eine Schlüsselstellung einräumen. Gehlen: Ob Sie das dann eine Schlüsselstellung nennen oder nicht, ist Ihre Sache. Ich nenne es keine Schlüsselstellung. Wessel drohte damit, als Konsequenz selbst aus der Org auszuscheiden, weil, Zitat, die ideellen und sittlichen Grundlagen unserer Arbeit verlassen werden, wenn in die Leitung charakterlich minderwertige Elemente kommen. Gehlen: Das müssen Sie selbst wissen. Ich trage die Verantwortung und muss danach handeln. Außerdem: Legen Sie doch Baum um, wenn Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren können. Ich würde mich nicht darum kümmern. Wessel: Ich will ja gerade gehen, um aus den Gewissenskonflikten herauszukommen. Sie werden wohl nicht annehmen, dass ich einen Mord begehe. Unsere Wege trennen sich dann. Zitat Ende. Wessel hat anschließend Dingler und dann Heusinger vom Inhalt der Unterhaltung unterrichtet, unter Betonung des Mordvorschlags und der menschlichen Enttäuschung, Zitat, dass Gehlen selbst ebenso wenig wie Baun charakterlich einwandfrei ist. Zitat Ende. Heusinger schlug vor, eine Nacht zu überlegen und dann nochmals die Aussprache mit Gehlen zu suchen, ein Ratschlag, den Wessel befolgte. Den Mordvorschlag nahm Heusinger offenbar nicht ernst, sondern als zynische Geste Gehlens, als Spott gegenüber einem Untergebenen, der seine Entscheidung in Sachen Baun in Frage stellte und ihn mit seinem Rücktritt unter Druck setzen wollte, während er selbst doch als Chef in einer schwierigen Auseinandersetzung mit seinem amerikanischen Aufpasser Colonel Leibel stand und um die Zukunft der Organisation äußerst besorgt sein musste. Dabei arbeitete Gehlen schon längst daran, auch Baun loszuwerden und die wichtige Abteilung Beschaffung mit seinen eigenen Leuten zu besetzen. Es gelang ihm bald darauf, in einer geschickten Intrige den Konkurrenten wegen finanzieller Gebaren bloßzustellen und ihn bis zu seinem Tode mit einem Abschaltgeld von 800 D-Mark monatlich in materiell-geistige Quarantäne zu versetzen, wie es intern hieß. Derweil überlegten Dingler und Wessel, ob sie nicht Gehlen stürzen sollten, doch ihr Kandidat für die Nachfolge, Heusinger, sei noch nicht genug eingearbeitet. Es sollte sich ohnehin zeigen, dass Heusinger ganz andere Ambitionen hatte. Gehlen war, wie der um Vermittlung bemühte Herr mitteilte, empört darüber, dass Wessel schon mit Heusinger gesprochen hatte. Hätte er gewusst, dass Wessel auch bereits mit Eric Waldman, dem US-Berater, gesprochen hatte, wäre der Bruch wohl endgültig gewesen, meinte Herr. Es dürfe nichts geschehen, was die Person von Gehlen antastet. Es blieb im Ergebnis ein unheilbarer Bruch zwischen Gehlen und seinem bisherigen Vertrauten und Stellvertreter Wessel, der ihm nach einer langen Phase in der Bundeswehr 20 Jahre später als zweiter Präsident des BND nachfolgte. In dieser ersten und entscheidenden Führungskrise resignierte Wessel. In sein Tagebuch schrieb er: Sein persönliches Verhältnis zu Gehlen bestehe nicht mehr. Dieser sei, Zitat, charakterlich nicht voll geeignet, um das Schiff, an dem auch wir so erheblich mitgearbeitet haben, auf die Dauer allein weiterzusteuern. Ich würde sofort ausscheiden, wenn ich dies wirtschaftlich könnte. Er könne es auch deshalb nicht, weil ihm trotz wiederholter Bitten noch immer nicht schriftlich bestätigt wurde, dass er einen Fragebogen im Auftrag der Amerikaner falsch ausgefüllt habe. Gemeint ist vermutlich die Entnazifizierung. Zitat: Ich bin also in der Hand der Leitung. Deshalb bleibe ich und werde alles in Zukunft nur der Sache wegen und ohne persönliche Bindung und Rücksichtnahme gegenüber Gehlen tun. Den Preis zahlte Gehlen nach 1968, als sich Wessel als sein Nachfolger brüsk von ihm abwandte und den BND aus der Agonie in eine neue Zeit führte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.